Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem nächsten Part, neuen Part, zum nächsten Part von Neverwinter. Es ist ein bisschen kurzfristig, ich wollte um Punkt 20 anfangen, damit ich ungefähr meine 15 bis 20 Minuten einhalten kann. Und irgendwie ploppt immer das hier auf, wenn ich gerade ins Spiel komme. Warum auch immer. Man soll wohl auf dem neuesten Stand gehalten werden, aber später. So, ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich beim letzten Mal stehen geblieben war. Kann ich irgendwie zoomen? Ich finde, ich bin so ein bisschen weit weg von meinem Charakter. Ah, passt schon. Ich weiß nur, dass wir von dem Kerl hier jede Menge Quests bekommen hätten bekommen können sollen. Wie auch immer. Ich guck mal eben, ob ich was im Briefkasten habe. Habe ich aber nicht. Mir wurde von euren Taten berichtet. Auch wenn ihr noch jung seid, ich glaube, das habe ich schon gelesen. 19. Mai, ja, das scheint schon was älter zu sein. Wir haben einfach heute den, ich glaube, 27. Juli. Und ich habe Urlaub. Leute, ich habe Urlaub. Das heißt, es gibt ganz viel, was ich machen kann. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Ach du Scheiße. Den Nahkampfmeistern, ein wahrer Experte, Probleme im Turmviertel, Nestei und Herrschaft. PvP ist nicht so meins, deswegen lasse ich das erstmal noch weg. Halleluja, Level up, Glückwunsch. Den Nahkampfmeistern, das wäre eigentlich mal. Eure Fähigkeiten als Bogenschütze haben sich herumgesprochen. Daher erstaunt es nicht, dass ihr die Aufmerksamkeit anderer angesehener Waldläufer auf euch zieht. Einer meiner alten Freunde, Garrett Andreas, hat gebeten, euch so bald wie möglich zu treffen. Ich glaube, er möchte euch einige Dinge über den Nahkampf beibringen. Ich kenne Garrett schon seit vielen Jahren. Er ist ein guter Mann, den ihr im Kampf gern an eurer Seite haben würdet. Bestimmt wird es sich lohnen, seine Tipps über die Kunst des Nahkampfs zu erlernen. Ihr findet ihn auf der anderen Seite des Tempels, wo er sich ausruht. Ausruht. Also, der Name Garrett weckt bei mir ja schon so ein bisschen Kribbeln, ne? Also, finde ich gut. Mit Garrett arbeite ich gerne zusammen. Okay, ein kurzer Insider für diejenigen, die meine Thief Let's Plays kennen. Oder überhaupt Dark Project und so. Auf jeden Fall annehmen. Ja, gerne. Ich bin jetzt am Überlegen, ein wahrer Experte? Was könnte das sein? Ich weiß nicht, ob ich erstmal die eine Quest zu Ende machen sollte, um dann andere zu beginnen, oder ob ich jetzt direkt. Komm, ich nehme direkt Als mehrere an. Abenteurer habt ihr Neverwinter bereits sehr geholfen. Danke, danke. Aber habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, Zeit und Geld in einen Beruf zu investieren? Arbeiten? Dort ist immer noch viel Bedarf an Aufbauarbeiten. Je mehr erfahrene Handwerker bei dem Prozess helfen, umso besser. Sollte ich euer Interesse geweckt haben, sprecht mit dem Tari Printhal. Sie ist Berufsmaterialienhändler und kann euch sicher beim Einstieg helfen. Ich bin unglaublich froh, dass diese Sachen hier vertont sind, weil wenn ich das vorlesen würde, hätte ich niemals gewusst, wie dieser Name ausgesprochen wird. Ja, ich weiß nicht, Berufe, Arbeiten, klingt stressig. Aber okay, machen wir mal. Und dann würde ich sagen, die anderen, da kümmere ich mich später drum. Ich habe übrigens Tipps bekommen, und zwar von Zuschauern. Moment, ich habe gerade meine Tastatur sauber gemacht, die ist jetzt so ein bisschen. Von Zuschauern habe ich Tipps bekommen, und zwar, wie ich es mir hier ein bisschen einfacher machen kann. Gerade mit meinem Inventar. Oh, ich habe einen neuen Bogen. Ja, nice, gib mal. Her damit. Ja, ausrüsten, natürlich. nice. Wurde gefärbt. Wie sieht denn der aus? Ach, schaue ich mir gleich an. Mir wurde geschrieben von Eulchen, glaube ich. Eulchen hat mich übrigens auch auf Facebook angeschrieben. Schon mal jetzt vielen Dank für deine Hilfe. Und ich glaube, der Tipp kam auch von dir. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber er hat mir geraten, mein Inventar so ein bisschen zu sortieren. Und zwar die Sachen, die ich am Ende verkaufen möchte und die ich gar nicht brauche, die könnte ich ja nach oben packen. Und die Sachen, die wichtig sind, nach unten. Sodass ich einfach direkt weiß, was ich verkaufen kann und müsste. Das Problem ist, was haben wir denn hier? Verteidigung, ja, das ist Blödsinn. Warte mal hier. Ach, seht ihr, den Bogen hätte ich sogar auch noch nehmen können. Das hier kann ich auf jeden Fall verkaufen, weil das ist nicht meine Klasse. Ach so, die Sachen hier, ne? Genau. Also alles, was diese graue Schrift hat, kann ich getrost verkaufen. Und alles, was rot ist, sowieso, weil das wahrscheinlich auch nicht meine Klasse ist.
Genau. Und, aha. Acht Verteidigung, ja, Bewegung. Nee. Rüstungsdurchdringung, aber Bewegung verlieren ist blöd irgendwie, finde ich. Abenteuerbelohnung. Erforderliche Stufe 10. Welche Stufe bin ich denn? 10. Oh, nice. Gib mir. Kiste öffnen. Oh. Oh, ist das toll. Nur kurz. 15% Rabatt auf Berufsverstärkungspaket. Was auch immer das bedeutet. Gebundene, schwächere Schriftrolle der Identifikation. Gebundene, tragbare Altar. Wofür auch immer. Erlaubt Spielenden in nähere Götter zu rufen. Entfernt Wiederbelebungstoleranz. Intoleranz von Spielern in der Nähe, die sich nicht im Kampf befinden. Ist wahrscheinlich auch so eine PvP-Geschichte? Ich weiß es nicht. Gebundener kleiner Heldrang. Sehr schön. Gebundene Teleporter-Schriftrolle nach Protectors Enclave. Sehr schön, sehr schön. Ach ja. Okay, dann würde ich direkt mal sagen, packe ich die Sachen hier unten hin, die wichtig sind. Sprich auch genau Meine die, Magie die. steht zu euren Diensten. Tragbare Altar kann ich hier nicht zusammenpacken? Nee, kann ich nicht. Okay, dann halt nicht. So, was haben wir hier? Klingen. Theoretisch. So, Nahkampf und so, ne? Wäre ja ganz sinnvoll. Wisst ihr was? Ich mache das alles offscreen, und werde mich jetzt mal um die Quests kümmern. Also auf jeden Fall vielen Dank für den Tipp. Ich müsste vielleicht auch die Quest. Wie mache ich denn das? F1? Nein, F1 war woanders. F1 war bei Thief. Wie mache ich das? Ach, Tab? Nein, nicht Tab. Oh. Ach, hier. Ah, das Geflimmer. Juhu. Zu welcher Quest führt mich das jetzt? Den Nahkampf meistern. Sehr schön. Garrett, ich komme. Okay. Also, das mit dem Inventar sortieren mache ich dann irgendwann mal offscreen, weil ich finde, das ist ein bisschen blöd, das so in der Folge zu machen. Wow, es ruckelt. Aber, wie gesagt, trotzdem vielen Dank für den Tipp. Ach, hier hinten hockt er rum. Im Garten ruht sich aus, Garrett Andreas. Hi, hey, das sieht gut aus. Ich wollte mir meinen Bogen mal angucken, wartet. Ich kann aber immer noch nicht ranzoomen. Naja. Sieht so ein bisschen zusammengeklöppelt aus, oder? So aus mehreren Stöcken zusammengefercht? Keine Ahnung. Hi, Garrett. Ja, ich möchte bitte. Ich ziehe die Wildnis einer solchen Stadt jederzeit vor. Oh, du bist mir schon sympathisch, mein Freund. Seid gegrüßt. Es ist immer wieder schön, jemanden kennenzulernen, der auch die Wildnis sein Zuhause nennt. Ich habe von euren Fertigkeiten mit dem Bogen gehört. Doch es ist meine Pflicht, euch auch im Nahkampf zu unterweisen. Es wird euch gewiss passieren, dass ein paar Klingen nützlicher als ein Köcher voller Pfeile ist. Ich denke, ihr habt das Zeug zu einem ausgezeichneten Nahkämpfer. Und deshalb möchte ich euch feierlich diese beiden Klingen überreichen. Mit ein wenig Übung werden sie euch bestimmt schon bald so vertraut sein wie euer Bogen. Ich hoffe, sie bringen euch Glück. Wow. Oh, Wahnsinn. Vielen Dank. Das war eine kurze Unterweisung. Wenn ihr im Nahkampfplatz eine Waffe ausgerüstet habt, könnt ihr mit dem Tabulator-Taste schnell zwischen Nah- und Fernkampfangriffen wechseln. Eure frei verfügbaren und Bewegungskräfte haben unterschiedliche Effekte abhängig vom Kampfmodus, in dem ihr euch befindet. Ihr könnt mehr über die Unterschiede in der Kräftebeschreibung eures Charakterbogens erfahren. Okay. Oh, die sehen aber komisch aus. Klinges des Waldmannes. Dezenter Schreibfehler. Aber vielen Dank. Freut mich. Das war jetzt die Unterweisung. Ich dachte, ich würde wenigstens so ein bisschen erklärt bekommen, was. Okay, wartet kurz. Tab, ne? So, jetzt habe ich aber, glaube ich, im Nahkampf keine Waffen ausgerüstet. Wie mache ich denn das? Oh, ups. P? Auch nicht. Charakter, da haben wir es doch. Attributwerte erhöhen. Hä? Verfügbar 2. Okay. Ja, später. Wie, wo, was? Kräfte. Ich habe Kräfte. Freut mich. Verfügbar 1. Das heißt, ich kann hier wieder eins von den Dingern. Was haben wir hier? Nahkampf. Behindernder Schlag. Trifft die Knöchel des Ziels und verursacht starke greifende Ranken. Aha. Ich gehe mal davon aus, da ich jetzt den Nahkampf auch meistern möchte, sollte ich das auf jeden Fall aufwerten.
Fall zwei Pfeiler auf die Schienbeine, die das Ziel mit schwachen greifenden Rangen verlangsamen. Diese Kraft hat drei Aufladungen. Nahkampf, behindernder Schlag, trifft die Knöchel. Cool, also das ist... Ach so, das ist hier genauso. Okay. Ja, ich werte das einfach mal auf jetzt. Möchten Sie den Rang von behinderter... Ja, bitte. Auf R, okay. Ich finde das sehr gut, dass hier direkt die, die Tasten zugewiesen werden, dass ich das nicht machen muss. Das wäre nämlich, glaube ich, so ein bisschen, Talente? Wachsamer Waldläufer. Ja. Verfügbar. Heroisch. Ich könnte ein Tutorial gebrauchen. Oh mein Gott, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das... Was ist das? Raubaktion. Plus 1, 2, 3, 4, 5% zusätzlichen Schaden durch tägliche Kräfte. Ah, das ist cool. Das wäre nicht schlecht. Waffenmeisterschaft. 1, 2, 3% Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer. Auch nicht schlecht. Oh, das kann man, glaube ich, mit den Runen bei LOL vergleichen. Das sind so ganz minimale Veränderungen, die man dadurch herbeiführen kann. Abhärtung. 3, 6, 9% maximale Trefferpunkte. Okay. Durch tägliche Kräfte. Die täglichen Kräfte benutze ich ja so selten. Deswegen glaube ich, wird das hier... Ich glaube, die kritischen Treffer wären besser. Okay. Noch offen. Ein heroisch. Was? Nein, das ist doch gar nicht wahr. Änderung zuweisen. Möchte sie ihre Punkte wirklich für diese Talente ausgeben? Kann ich das nochmal rückgängig machen? Weil wenn das jetzt totaler Bullshit ist, was ich hier mache, dann würde ich das vielleicht gerne... ich mache einfach mal. Mehr wie schief gehen kann es ja nicht. Verteilt. Verfügung. Okay. Ach, Charakter neu setzen. Hier klicken, um eure Charakterwerte neu zu verteilen. Das liest Kräfte, Talent und Attributwert ein. Ich hoffe, das kostet nichts. Ansonsten hier, Charakter. Attributwerte erhöhen, mache ich später. Jetzt würde ich gerne die Nahkampfwaffen machen. Gedingsen. Gedönsen. Warte. Nee, nicht B. I. So, immer noch. Kann ich die ausrüsten? Cool. Jetzt habe ich Klingen. Und wenn ich jetzt in den Nahkampfmodus wechsle, habe ich den Bogen. Pff. What? Ah, jetzt. Okay, wenn ich jetzt in den Kampf gehe, habe ich, glaube ich, automatisch benutze ich automatisch die Klingen für den Nahkampf. Das wäre ja ganz cool eigentlich. Okay, ein wahrer Experte. Truhe zum Tariprintal bringen. Okay, mache ich das auch noch? Weil es so schön war, haben wir zwei Quests dann in diesem Part hier geschafft. Da. Gut. Ich weiß halt nicht, ob alle meine Angriffe jetzt für den... Also, da unten, das hat sich jetzt auch geändert, okay. Also hier, wartet. Wie mache ich denn das mal? Alt? Nein. Steuerung? Nein. Aha! Q, W, nein. Adliger von Nevermind, das ist kein gültiges Ziel. Ups. Ich hätte den fast angegriffen. Holy shit. F auch nicht. Also hier unten auf jeden Fall. Das da ganz unten. Das hat sich jetzt geändert. Unten Mitte. Über mein Leben. Meine Angriffe. Ja. O, P, Q. Ach, jetzt gehe ich zurück auf den Markt, richtig? Irgendwie sieht zumindest stark danach aus. Ich könnte ja eigentlich auch mal meine Kleidung wieder ändern. Ich laufe immer noch in meiner Kampfmontur rum. Oh. Ist das Absicht, dass du so... Nein, dachte ich mir schon. War gerade ein bisschen kahlköpfig, die Gute. Benötigt ihr etwas? Oh, du siehst interessant aus. Ein wahrer Experte. Feldwebel Nox sagte mir schon, dass ihr wahrscheinlich kommen würdet. Mit Berufen lassen sich Materialien sammeln und Gegenstände herstellen, die es anderswo nicht gibt. Für manche Aktivitäten werden jedoch Werkmaterialien von außerhalb benötigt. Dort komme dann, wortwörtlich, ich ins Spiel. Ich kann euch mit den gängigsten Werkmaterialien versorgen, die ihr für den jeweiligen Beruf benötigt.
aber ich bin schon wieder 3 Schritte zu weit. Zunächst solltet ihr euch einige Gehilfen zulegen. Damit ihr mit dem Beruf loslegen könnt, müsst ihr ein paar Versorgungsgüter kaufen. Ich bin mir sicher, dass unsere geschäftliche Gemeinschaft sehr erträglich sein wird. Ah ja, N, um das Berufemenü zu öffnen. Sehr gut. Ich habe jetzt jede Menge von der dann bekommen. Holzkohle, Kupfer, Felser, Fels, Salz, Lösungsmittel, Fadenrolle und Brei. Nom nom nom. Wird für allgemeine Handwerksaufgaben eingesetzt, kann bei Fertigkeiten. Ja, thank you. N. Bis später erstmal. Drücke N, um das, ich bin dabei. Ui. Stufe 30 erreichen. Yay. Aufgabe auswählen. Was? Schwarzeis formen. Ein zusätzlicher Frostschmiedelehrling anheuern. Hä? Dieser eigenes Beruf. Okay. Ich glaube, es ist schwierig, dieses Spiel zu spielen, wenn man keine Ahnung von Neverwinter hat, beziehungsweise überhaupt auch von Dungeons and Dragons. Details. Gib mir Details. Ist das dann irgendwer oder meldet sich dann jemand, also ein anderer Spieler? Ein Frostschmiede-Lehrling als Anhänger anhören. Dauerhafte. Erforderliche Ressourcen. Dauerhafte Ressourcen, die für die Aufgabe erforderlich sind und Boni-Gewehr. Ressourcen? Sie haben keine weiteren Handwerksressourcen zu verwenden. Was? Ich check das nicht. Dauer 18 Stunden. Ist aber gesperrt. Okay. Ich bin dezent verwirrt. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was sie jetzt von mir wollen, wenn ich ehrlich bin. Sie haben neue Freischaltungen erhalten, aber wie... Ups. Naja, so geht's auch. Hier, was gibt's Neues? Attribut verbessert? Ja, habe ich doch schon. Neue Aufgabe, Herrschaft PvP, der erste Schritt. Der Schlachtenmeister der Herrschaft kontrolliert den Zugang zur PvP-Arena von Neverwinter. PvP ermöglicht es euch, zusammen mit Freunden gegen andere Abenteurer zu kämpfen und zu zeigen, wer der Stärkste ist. Besucht den Schlachtenmeister der Herrschaft in der Protectors Enclave, um euren Mut in der blutigsten Arena der gesamten vergessenen Reiche unter Beweis zu stellen. Ja, genau, das ist es ja, was ich noch nicht wollte. Aber gut, dann nehme ich das mal an, weil wenn ich es ablehne, weiß ich nicht mehr, ob ich es noch habe. Was haben wir hier? Ja, Attributwerte. Ich weiß, danke. Irgendwas hatte ich hier gerade gesehen. Irgendwas war da am Rand von meinem Bild. Aber irgendwie... Hallo, ich quatsch nochmal mit der. Laden. Aber was brauche ich denn eigentlich? Woher weiß ich denn, was ich brauche? Und ich check das alles überhaupt nicht. Okay, ich stehe momentan echt dezent auf dem Schlauch. Falls mir irgendwer erklären kann, was hier gerade vor sich geht, ich bitte wirklich um Erklärung in den Kommentaren, weil so langsam fängt das Spiel an, mich dezent zu überfordern. Ich muss die Folge jetzt gerade sowieso beenden, deswegen sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist ziemlich wirr im Moment, das liegt aber einfach nur daran, dass ich so unwissend bin. Es tut mir echt leid. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt erstmal die Folge hochladen und gucken, ob mir irgendwer erklären kann, was hier los ist. Ich wollte eigentlich gerne noch eine zweite Folge direkt aufnehmen, aber ich habe das Gefühl, das gestaltet sich sehr schwierig, weil ich einfach so überhaupt nicht klarkomme im Moment. Dann werde ich das jetzt auf jeden Fall hochladen und hoffen, dass mir hier irgendwer Erklärungen liefern kann. Schon mal im Voraus vielen Dank und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ja. Wenn ihr allerdings denkt, dass das totaler Bullshit ist, was ich hier mache und ich lieber aufhören soll, dann dürft ihr mir das auch gerne schreiben. Ich werde zwar nicht aufhören, aber eure Meinung ist ja, wie gesagt, mir sehr viel wert. Ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ich fange schon wieder an, Bullshit zu labern. Bis dahin, ciao!